Einen wunderschönen guten Abend hier im Billroth-Haus in der großen Bibliothek. Lieber Herr Vizebürgermeister, liebe Abgeordnete, die ich hier schon gesehen habe, Gemeinderätinnen, liebe Freunde des NEOS Labs, liebe Freunde von NEOS. Es ist eine große Freude für mich, heute eine Veranstaltung anmoderieren zu dürfen, die einen sehr historischen Anlass hat. Ich glaube, zumindest seitdem ich bei NEOS bin, habe ich nicht über etwas gesprochen, was schon so weit zurückliegt, 175 Jahre 1848. Und trotzdem werden wir heute nicht eine Geschichtsstunde sozusagen versuchen, miteinander zu teilen, sondern auch ein bisschen Ableitungen auf Themen zu führen, zu finden, die uns heute auch interessieren. Die Märzrevolution von 1848 mag an der einen oder anderen Stelle in Österreich ein bisschen vergessen sein, wie Walter Hämmerle in der Wiener Zeitung geschrieben hat, ein bisschen weniger gefeiert werden oder weniger erinnert werden als in anderen Ländern. Aber die Revolution hat trotzdem eine Reihe von Entwicklungen ausgelöst, die lange wirken sollten und auf die wir auch noch eingehen wollen. Am 13. März, also das war unser Montag jetzt, 1848, war im Hof des Niederösterreichischen Landhauses erstmals revolutionäre Rufe in vieler Zahl zu hören, Forderungen nach Grundfreiheiten, nach dem Ende der Zensur, nach freien Medien, nach freier Presse. Und die Herrschenden reagierten wie so oft mit einer gewissen Fehleinschätzung. Und die wunderschönste und wienerischste dazu hat auch 1848 hervorgebracht, nämlich die Einschätzung von Melanie von Metternich, die die Worte an dem 13. März gefunden hat: Sie brauchen doch nichts anderes als einen Würstelstand, um glücklich zu sein. Und sie meinte diejenigen, die da so laut durch Wien marschierten. Und es war wirklich eine Fehleinschätzung, weil die Metternichs waren am selben Abend noch auf der Flucht nach London. Das erste Zugeständnis dieser Märzrevolution war, dass Metternich abgesetzt wurde. Es folgten eine Reihe von weiteren Zugeständnissen, die Abschaffung der Zensur noch in derselben Woche, und wenig später wurde auch die Freie Presse gegründet. Ich hoffe zumindest, dass auch deswegen die aktuelle Tageszeitung Die Presse noch ein bisschen mehr auch Erinnerung rund um 1848 in den kommenden Monaten haben wird. Es zeigt sich, finde ich, mit 1848 sehr schön, es gibt so in der Geschichte Tipping Points. Es brodelt lange, es tut sich sehr lange nichts, es stauen sich Ungerechtigkeiten auf, es stauen sich Spannungen auf und das entlädt sich an einem Punkt. Und der Ort, an dem wir heute sind, ist deswegen auch sehr passend und historisch, weil es ein Mediziner war, Adolf Ephraim Fischhoff, der wahrscheinlich zu den wichtigsten Revolutionären deswegen zählt, weil er das gehalten hat, was Historiker später nennen sollten, die erste wirklich freie Rede in Österreich. Es war eben die Rede vom 13. März, es war eine Rede, die du, lieber Christoph, auch gerade in einem Beitrag für NEOS rezitiert hast. Es war eine Rede, die im Vielvölkerstaat darauf geachtet hat, die Interessen aller auszugleichen und gewisse Grundrechte einzufordern. Und Liberalismus war damals gleichbedeutend mit der Revolution, und von daher werden wir auch ein bisschen darauf schauen, wie viel Liberalismus an ein paar Stellen auch heute noch angebracht wäre. Ich freue mich auch, heute die Veranstaltung ankündigen zu dürfen, weil es eine erste von mehreren Veranstaltungen rund um 1848 sein wird. Wir haben am 16. Oktober eine wissenschaftliche Konferenz im NEOS Lab vorbereitet, mit Panels zur Revolution, zum liberalen Wien, zur Demokratieentwicklung nach 1848, zum Liberalismus in der Zweiten Republik und auch eine Keynote von Philipp Blom, genau auch mit der Frage von heute: Warum ist Liberalismus keine Selbstverständlichkeit und worum müssen wir eigentlich heute kämpfen und ringen? Der Parlamentsclub bereitet ebenso eine Veranstaltung mit dem Jahrestag vor, und es bietet sich auch gut an, weil wir heuer auch 30 Jahre Gründung des Liberalen Forums feiern. Und im NEOS Lab wird der Clemens Ableidinger, seines Zeichens Selbsthistoriker und Stadtrat in Klosterneuburg, unsere 1848-Projekte koordinieren. Und ich würde ihn kurz bitten, dass er sich euch allen zeigt, für alle, die Detailfragen haben zu den Tagen und zu Ereignissen, bitte an den Clemens richten. Mein Podium muss ich gar nicht so lang vorstellen, glaube ich. Sie sind bekannt bei NEOS natürlich, aber sozusagen im liberalen Spektrum ohne dies. Ich darf direkt bei meiner Linken anfangen, Irmgard Gries, Juristin. Sie war OGH-Präsidentin, kandidierte als unabhängige Kandidatin bei der Bundespräsidentenwahl 2016 und war von 2017 bis 2019 Nationalratsabgeordnete für NEOS.
liebe Irmgard, vielen Dank für deine Zeit heute und ich freue mich, wie immer, dich anmoderieren zu dürfen. Danke, ich freue mich auch. Christoph Wiederkehr kann ich gleich in mehreren Funktionen heute ankündigen, nicht nur als Vizebürgermeister der Stadt Wien, sondern natürlich auch als Landessprecher von NEOS Wien und auch, das ist mir besonders wichtig, Mitglied meines Vorstandes im NEOS Lab. Vielen Dank, dass du uns auch dabei unterstützt, diese Agenda zu setzen und auch dieses Thema hochzuhalten. Und auch dir danke für deine Zeit. Und Friedhelm Fritschenschlager möchte ich last but not least begrüßen. Er war Bundesminister für Landesverteidigung von 83 bis 86, einer der Mitbegründer des Liberalen Forums. Nicht ganz genau vor 30 Jahren, aber ziemlich genau vor 30 Jahren und einem Monat. Und diese Abspaltung der FPÖ fand ja statt, auch weil sich sozusagen das Liberale neu und woanders formieren musste. Wir werden auch darauf noch eingehen. Du warst von 1996 bis 1999 auch Mitglied des Europäischen Parlaments, hast damit natürlich viel auch mit unseren unterschiedlichsten liberalen Freundinnen und Freunden in Europa zu tun gehabt und beschäftigst dich nach wie vor sehr inhaltlich intensiv mit Sicherheitsfragen. Und auch dir, lieber Friedhelm, vielen Dank für deine Zeit und dass du bei uns am Podium bist. Und ich möchte gerne nach dieser etwas breiteren Einführung auch ein bisschen das Setting zu besprechen und warum es auch so passend ist, in dieser Gesellschaft, in der Gesellschaft der Ärzte heute hier zu sein, im Billroth-Haus. Anfangen mit einer sehr einfachen Frage in gewisser Weise, weil 175 Jahre 1848, das war eine Revolution, aus der sehr vieles herausgekommen ist, die Abschaffung der Zensur, es wurden geschworenen Gerichtsbarkeiten gefordert, es wurde auch gefordert, dass es mehr Transparenz zum Beispiel über öffentliche Haushalte, über Budgets gibt. Was nehmt ihr von diesem revolutionären Funken 1848, von diesem liberalen Funken auch mit für eure Bereiche? Und ich würde gerne mit dir anfangen, Christoph, weil natürlich das liberale Wien, das danach auch entstanden ist, die 25 Jahre danach waren ja als die Boomphase, die Gründerzeit bekannt, das war ja durchaus auch ein sehr liberales Wien. Was verbindest du mittlerweile mit 1848? Sehr viel und ich glaube, das ist die Bedeutung von 1848 und dann der liberalen Strömung in Österreich bei weitem unterschätzt wird. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, wie in Wien Geschichte erzählt wird. Wien ist halt seit über 100 Jahren rot regiert. Und dementsprechend haben sehr, sehr viele Personen auch in der öffentlichen Wahrnehmung einen Bezug zu, was hatte die Sozialdemokratie und der Sozialismus für eine Auswirkung auf Wien, aber sehr wenig, was die liberale Strömung für Auswirkungen auf die Politik bis heute hatte. Und ich bin der festen Überzeugung, eine sehr, sehr große. Ich gehe nämlich jeden Tag in mein Büro im Rathaus über die Felderstraße. Mhm. Die Felderstraße, benannt nach Cajetan Felder, ein liberaler Bürgermeister, der 68 ins Bürgermeisteramt gekommen ist für 10 Jahre. Und er hat sehr, sehr viele Grundlagen geschaffen, die bis heute erhalten sind und die man gar nicht glaubt, dass es liberale Errungenschaften waren. Zum Beispiel das Rathaus selber war von ihm in Auftrag gegeben, nicht nur das Rathaus, sondern der Wiener Zentralfriedhof beispielsweise. Was wird heuer gefeiert? 150 Jahre Wasserleitung nach Wien, dass es Frischwasser gibt. Auch ein Projekt, das damals Cajetan Felder in Auftrag gegeben hat. Damals als liberale Perspektive, als liberaler Bürgermeister, der ganz essentielle Infrastrukturprojekte vorangetrieben hat, die Wien bis heute ausmachen. Aber nicht nur diese Projekte, die man angreifen kann, die wo stehen, waren relevant aus dieser Zeit, sondern auch eine gewisse Grundhaltung und Geisteshaltung, nämlich einer liberalen Gesellschaft, die groß vom Einzelnen denkt, von der Bürgerin, vom Bürger. Ich finde, das manifestiert sich sehr schön im Rathaus, wenn man sich anschaut, wie hoch das Rathaus ist, nämlich ohne Rathausmann etwas unter 100 Meter, mit Rathausmann über 100 Meter, damit es größer ist als die Votivkirche, als bewusstes Statement damals vom liberalen Bürgertum. Wir sind stark und selbstbestimmt. Wir wollen eine Volksvertretung haben. Und wir wollen uns nicht unterjochen lassen, weder von der Kirche noch der Monarchie. Und diese Idee der Freiheit macht Wien aus meiner Sicht bis heute aus, obwohl es viele dunkle Zeiten gab, weil Wien ist eine sehr weltoffene Stadt, die auch damals im 19. Jahrhundert
schon so geprägt war, nämlich als Vielvölkerstadt, wo unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Herkunft gut zusammenleben und Rechte besitzen. Und auch wenn die Revolution am Anfang brutal niedergeschlagen worden ist und mit dem Neo-Absolutismus eine andere Zeit gekommen ist, war es eine Saat, gesät worden ist, die dann später zu blühen begonnen hat. Ein Beispiel, Thema der Freiheit der Wissenschaft oder von mehr Bildung in der Schule. Kurzfristig schwer erreichbar 1848, aber sehr viele dieser Ideen, die damals diskutiert worden sind, sind dann später gekommen. Manche ein Jahrzehnt später, manche auch sofort, wie zum Beispiel die Volksvertretung. Der Reichstag war eine direkte Antwort auf die Revolution 1848. Aber viele sind dann erst Jahrzehnte später gekommen, wie Freiheiten der Universitäten. Aber wenn man sich die Reden von damals durchliest, ich habe mich selber jetzt in letzter Zeit aus Interesse mehr damit beschäftigt, dann sieht man, dass fast alles von damals umgesetzt worden ist im Sinne von Freiheitsrechte für das Individuum. Für mich ist diese liberale Revolution der Ausgang des liberalen Gedankenguts und die hat bis heute Wien sehr, sehr geprägt und ich sehe mich und die Tätigkeit auch von NEOS in Wien in einer direkten Folge von diesem Gedankengut, nämlich dem Einsatz für das Individuum, für Freiheitsrechte und auch für eine weltoffene Gesellschaft und eine Stadt, die sich schnell entwickelt. Da glaube ich, kommen wir später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ja, genauso wie damals die Stadt im Umbruch war, 1848 gab es zum Beispiel gerade noch die Stadtmauer, kann man sich fast nicht vorstellen. Ist erst zu dieser Zeit abgerissen worden. Außerhalb der Stadtmauer war nichts, die Ringbauten gab es noch nicht. Jetzt leben wir aus meiner Sicht in einer ähnlichen Zeit einer großen Disruption, einer großen Veränderung einer Stadt. Aber auf die komme ich gerne dann später zu sprechen. Sehr gerne. Es war natürlich auch eine Zeit, in der Wien noch nicht die Metropole war, die sie dann später geworden ist. Ich glaube 400.000 Einwohner damals noch, aber natürlich ein sehr intensives Wachstum seitdem erlebt hat. Irmgard, es gab eine Reihe von Forderungen, die natürlich sehr stark juristisch dann umgesetzt und durchgesetzt werden mussten. Es wurde Geschworenengerichtsbarkeit gefordert. Es wurde gefordert, dass auch die Nachvollziehbarkeit von juristischen Entscheidungen offener und transparenter gemacht wird und natürlich die Grund- und Freiheitsrechte gestärkt werden. Mit deinem Blick, auch mit dem gerade rechtsstaatlichen Blick auf 1848, was waren deines Erachtens die wichtigsten Folgen von dieser Märzrevolution? Ja, ich glaube, man kann sagen, es war schon die Geburt des modernen Rechtsstaats, wie wir ihn verstehen, natürlich auch mit Rückschlägen und natürlich auch mit Phasen dazwischen, wo wenig geschehen ist. Aber das Grundlegende ist damals schon passiert. Und zwar geht ja auch um die Grundrechte, also auch die Rechte des Bürgers, der Bürgerin gegenüber dem Staat. Ja, dass das verankert wird, dass das Individuum Rechte hat, die es durchsetzen kann. Und das gab zwar dann einen Rückschlag, aber letztlich ist das immer weiter ausgebaut worden. Und bei der geschworenen Gerichtsbarkeit, das ist sehr interessant, weil wir da einerseits die Entwicklung haben, dass diese Beteiligung des Volkes an der Rechtsprechung, an der Strafrechtsprechung ja sicherstellen sollte, dass da nicht hinter den Kulissen irgendwas geschieht, da irgendwas ausgehandelt wird, sondern dass das der Kontrolle der Öffentlichkeit unterliegt, indem die Geschworenen als Vertreter und Vertreterinnen des Volkes daran mitwirken. Und heute erleben wir eine Entwicklung, auch schon seit einigen Jahren, dass diese Art der Geschworenengerichtsbarkeit, die damals begründet wurde, dass die Geschworenen allein über Schuld absprechen, ja, die Strafe setzt dann das Gericht fest, dass sie diesen Spruch, den Wahrspruch der Geschworenen nicht zu begründen brauchen, das ist etwas, was wir heute nicht mehr akzeptieren können. Mhm. Nicht, dass es da eine Entscheidung gibt, die eigentlich nicht überprüfbar ist. Weil die Geschworenen sagen, ja, wir sind zu dem Schluss gekommen, das ist es. Er ist schuldig, sie ist nicht schuldig, wie immer. Ja? Also da hat sich viel getan. Dieser ursprüngliche Gedanke, das Volk wirkt mit, kontrolliert den Staat, verhindert Entscheidungen, die irgendwo hinter Mauern oder irgendwie getroffen werden, das ist fragwürdig geworden, das ist das eine. Was aber ganz entscheidend ist, das ist eben der Fokus auf die Grundrechte, der Fokus auf das Zensurverbot, dass es freie Medien gibt,
da sind wir auch wieder in einer interessanten Entwicklung heute, dass diese freien Medien, ein Uranliegen des Liberalismus, aus sich heraus gefährdet sind. Dass die Desinformation, die Manipulation, die heute bei den Medien möglich ist, das, was ursprünglich beabsichtigt war, ins Gegenteil verkehrt. Also die vierte Gewalt, die die Medien sein sollen, das ist fragwürdig geworden. Weil was sind unabhängige Medien? Ja, da haben wir schon noch ein paar, aber die stehen unter einem großen Druck. Aber informieren tun ja nicht nur die unabhängigen Medien, die Medien überhaupt. Die Hauptinformationsquelle ist das Internet. Das sind die sozialen Medien. Und das ist wirklich ein weites Feld für Desinformation und Manipulation. Und wenn man sich vorstellt, diese neuen Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz, wie das ChatGPT, wo sie mit ganz geringen Kosten das ganze Internet mit Falschmeldungen fluten können, wo sie die öffentliche Meinung manipulieren können, wo sie Videos herstellen können, die echt wirken und in Wahrheit das gar nicht sind. Also das sind Herausforderungen, die wir heute haben. Also diese liberalen Errungenschaften, so groß sie uns auch in der damaligen Perspektive zu Recht erscheinen, diese liberalen Errungenschaften stehen heute auf dem Prüfstand, weil wir uns fragen müssen, wird diese Freiheit nicht missbraucht und wird sie nicht in das Gegenteil verkehrt? Also wir stehen schon, du hast das ja kurz angesprochen, wir stehen in interessanten Zeiten, wie die Chinesen sagen, ne? Mögest du in interessanten oder nicht in interessanten Zeiten leben, wie immer. Ne? Also das heißt, das ist schon etwas, wo wir heute überlegen müssen, was ist Liberalismus heute? Was bedeutet das? Ja? Dieser Freiheitsgedanke. Darauf wollen wir dann auch gleich nochmal kommen. Ich würde noch einen Punkt noch vertiefen wollen, weil natürlich, du hast es angedeutet am Anfang mit den geschworenen Gerichtsbarkeiten, das war ja die erste Forderung auch nach Checks and Balances, so, also nach wirklich auch einer Möglichkeit, Urteile zu überprüfen, der Öffentlichkeit auch mehr Macht und mehr Kontrolle einzuräumen. Jetzt ist Macht und Kontrolle etwas gewesen, was natürlich der Monarchie, dem Monarchen gar nicht in den Kram gepasst hat, aber auch da sind ja mit der Zeit gewisse demokratische Institutionen geschaffen, auch wenn es in Österreich ein bisschen länger gedauert hat. Wo würdest du sagen, ist so diese Frage auch von Checks and Balances, Kontrolle im Rechtsstaat und in der Demokratie etwas, wo man wirklich nachziehen kann, das hat damals seinen Ausgang genommen? Ist es zum Beispiel wirklich diese Frage von, ich muss überhaupt mal offenlegen, was passiert mit dem Steuergeld oder was würdest du da mitnehmen? Naja, natürlich nicht. Das war ja die Forderung nach einer Verfassung. Ja. Und die Forderung nach einer Verfassung bedeutet ja, dass der Monarch nicht Herrscher aufgrund eigenen Rechts ist, sondern dass auch die Macht des Herrschers gebunden ist, dass es bestimmte Vorschriften gibt, die auch der Herrscher einhalten muss. Das natürlich. Ja. Eine Bindung ist ja dann auch, ne, die Verfassung, der Billersdorfsche Entwurf ist ja dann wieder abgeändert und hat ja lang gedauert, bis Österreich eine konstitutionelle Monarchie war. Das ist natürlich hart für den Alleinherrscher, der die Macht hat, wenn der sagt, ich bin jetzt plötzlich gebunden und ich leite die Macht jetzt nicht bloß aus meiner Stellung ab, sondern sie wurde mir vom Volk gegeben. Das ist ja ein Paradigmenwechsel, ne? Das ist ja ein Umdenken. Ja? Und das ist natürlich ein Prozess. Und wir sehen das ja heute noch genauso. Nicht, dass also diese Kontrolle der Macht, diese Beschränkung der politischen Macht, dass das die größte Herausforderung ist. Wie setzen wir das wirklich um, dass das wirkungsvoll ist? Und Macht braucht Kontrolle, war ein berühmter Slogan aus dem Klestil-Wahlkampf, immer wieder aufgewärmt. Und wir haben ja die parlamentarische Kontrolle mit den Untersuchungsausschüssen, da sehen wir auch, wie zweischneidig das ist. So einfach ist das nicht. Ne? Aber es ist schon etwas, was ja überhaupt mit der Revolution und schon mit der Französischen Revolution und dann im Gefolge auch mit den revolutionären Entwicklungen in Deutschland, in Österreich, immer dabei war, das ist eine Kontrolle der Macht des Herrschers. Ja, hier diese Macht einzuschränken. Und das ist eigentlich ein Thema, das immer wieder aktuell ist, ne, dem man sich immer wieder stellen muss.
Friedhelm, auch an dich die Frage, was verbindest du, Irmgard hat gerade gesagt, der Slogan von Macht braucht Kontrolle, der Slogan, der damals durch Wien gehalten ist, war wirklich weg mit der Zensur, war Pressefreiheit, Redefreiheit als zentrale Forderungen. Was verbindest du vor allem mit dem revolutionären Funken von 48? Ich habe ein sehr persönliches Verhältnis zu 1848, wie auch schon zur Französischen Revolution. Das hat mich als sehr früh politisch interessierter Schüler schon sehr bewegt. Und ich war ja Teil des sogenannten Dritten Lagers in meinem ersten politischen Leben und kooperiert. Und da hat natürlich die Tradition von 1848 eine große Rolle gespielt. Was dann im Dritten Lager daraus sich weiterentwickelt hat, ist eine andere Geschichte. Aber das hat mich wirklich sehr stark bewegt. Und ich hatte das Glück, in meinen allerersten Studententagen durch Zufall eine Sammlung von Plakaten der 48er Revolution zu erwerben, zu einem relativ guten Preis, den werde ich dir zur Verfügung stellen. Ich glaube, ich kann einiges davon verwenden. Ja, das ist also sozusagen eine sehr persönliche, auch sehr stark emotionale, aber sehr auch stark interessierter Zugang. Aber das war die eine Seite. Die zweite Seite war, dass ich also aus dieser Gedankenwelt heraus natürlich sehr oppositionell war. Und das hat mich dann als junger Mensch der Zweiten Republik, ich bin 43 geboren und habe ein sehr lebendiges politisches Gedächtnis und Interesse und Gedächtnis, so ab den späten 50er Jahren. Und da hat das einerseits die historische Seite, das muss ich vielleicht noch miterwähnen, aufgewacht politisch bin ich im Jahr 56 mit der ungarischen Revolution. Und da ist mir der Name Kossuth natürlich. Ich habe damals mit einem kleinen Radio habe ich gehorcht, die ganzen Nachrichten damals, die fürchterlichen dann, und das war Radio Kossuth. Und alles das hat mich also als historisch und politisch Interessierter natürlich sehr bewegt. Und das hat aber auch dann dazu geführt, dass ich eben als Oppositionsgeist in dieser Zweiten Republik, in dieser ersten Phase, an alles das, was 48 ja auch wichtig war, der Obrigkeitsstaat und so weiter, das hat mich damals auch bewegt und hat mich in Oppositionshaltung gestellt. Das war ja ein Zwei-Parteien-System, ein unterentwickelter Parlamentarismus, eine Parteiendiktatur, die ist also bis zu den berühmten Portieren gegangen ist. Alles das hat sich sehr schön um die Geschichte der 48er Revolution sehr schön zusammengefügt. Nicht, dass ich da jetzt mit der 48er Fahne dann ständig durch die Gegend gefahren, aber es war die Denkweise. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, warum ich es so wichtig erachte, dass sich liberale Parteien, also insbesondere NEOS, sich mit 48 mit der 48er Revolution befassen. Weil es ist alles, wie schon erwähnt, alles, was uns auch heute wichtig ist, was heute herausgefordert ist, ist im Ansatz in diesem 48er Jahr drinnen. Und das ist faszinierend und es ist wirklich, ich bin froh, dass wir diese Veranstaltung heute haben, weil es ist wichtig, sich da zurück zu verankern und zu wissen, wo man daherkommt. Und deshalb bin ich eben sehr froh, dass das heute stattfindet. Vielleicht noch kurz, vorher ist Adolf Ephraim Fischhoff schon angeklungen. Er hat diesen wunderschönen Satz geprägt, wo er die übel beratene Staatskunst anprangert, die die Völker auseinandertreibt. Gemeint war damals im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn, die Revolutionäre in Ungarn, die für ihre Rechte aufgestanden sind, die Revolutionäre anderswo in der Monarchie, die für ihre Rechte aufgestanden sind und von dieser übelberatenen Staatskunst sozusagen gespalten und auseinandergetrieben wurden. Und ich glaube, das ist ein Element, das natürlich mit 1848 mitschwingt, selbst wenn viele, die sich darauf berufen, gerade dieses Element heute eher klein halten. Mich würde jetzt als nächster Punkt interessieren,
weil natürlich, sage ich jetzt mal, der Liberalismus in Europa hat sehr unterschiedliche Spielanlagen, Historien. Es gibt, ich hatte das diese Woche erst wieder, eine Medienanfrage, wo die dann ganz überrascht sind. Es gibt eigentlich Volksparteien mit liberaler Prägung in den Niederlanden oder in der Schweiz oder in skandinavischen Ländern. Mich würde interessieren, Christoph, du bist ja doch im Austausch auch. Ich kann mich jetzt erinnern, zum Beispiel hast du mal erzählt, jetzt bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen, natürlich mit anderen Vizebürgermeistern, Bürgermeistern, die halt für das Thema Unterbringung auch natürlich verantwortlich zeichnen. Was ist für dich so dieses Liberale in der Kommunalpolitik, im Bürgermeisteramt? Was sind so dann die Werte, die da europäisch auch gemeinsam gelebt werden für Liberale in diesen Ämtern? Mir ist tatsächlich der Austausch mit anderen Liberalen auf lokaler Ebene sehr, sehr essentiell. Weil aus meiner Sicht der Liberalismus nicht nur eine globale Idee ist, die abstrakt ganz weit weg ist von den Menschen, sondern sehr, sehr unmittelbar mit jedem zu tun hat, mit den eigenen Freiheitsrechten. Aber hier der Liberalismus auch zur Lokalpolitik anschlussfähig sein muss. Und es gibt viele andere Länder in Europa, wo der Liberalismus einfach mehr Tradition hat. Muss man auch sagen, in Österreich wird der Teil der Geschichte, in der die Liberalen stark waren, gerne ausgeklammert aus der Geschichte. Aber danach, in den letzten 150 Jahren, war der Liberalismus in Österreich immer nur fein dosiert verankert. Im dritten Lager natürlich etwas, dann ein bisschen bei der ÖVP, aber auch nie so wirklich. Beim Liberalen Forum natürlich und dann durch NEOS, durch die Gründung von NEOS, dass die liberale Idee in Österreich auch politisch wieder stark geworden ist. Und ich halte es dafür sehr, sehr wichtig, dass wir vernetzt sind mit anderen liberalen Organisationen. Ich habe, wie du erwähnt hast, beispielsweise, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, liberale Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Osteuropa nach Wien eingeladen, um mich auszutauschen. Was ist unsere liberale Perspektive auf diesen brutalen Angriffskrieg? Hat für mich auch eine starke persönliche Konnotation. Ich wusste gar nicht, dass sich 56 so politisiert hat. Mich auch anders, nicht durch mein eigenes Erleben. Da war ich noch weit nicht in der Idee, überhaupt gezeugt zu werden. Aber mein Vater ist geflohen. Mhm. Mein Vater ist 1956 von der Ungarnrevolution geflohen, damals vor russischen Panzern. Und darum hat mich der Krieg in der Ukraine auch sehr emotionalisiert, weil nach 1956 und auch nach anderen Ereignissen in Europa wieder Menschen vor russischen Panzern fliehen müssen. Mhm. Und die Revolutionen immer dazu beigetragen haben, dass Menschen sich dessen bewusst sind, dass Freiheit erkämpft werden kann und dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. Und ist auch mein politisches Verständnis heutzutage, nämlich, dass die Demokratie nicht selbstverständlich ist und stark unter Druck ist, im Vergleich auch zu autoritären Regimen um Europa herum, ob Russland, Türkei oder andere. Und dass man für die Demokratie einstehen muss, vor allem wir Liberale dafür einstehen müssen und zeigen müssen, woher wir kommen, was die Gedanken sind, aber auch ganz konkret, was machen wir anders, zum Beispiel in der Lokalpolitik. Und da ist für mich der Liberalismus, die Weltanschauung, auch das Optimismus der Veränderung. Nämlich wir sagen, ja, die Gesellschaft verändert sich und die Politik muss sich mitverändern. So wie es damals auch Kajetan Felder gesehen hat, nämlich eine Politik, die ambitioniert ist auf gesellschaftliche Veränderungen. Damals, als er Bürgermeister war, ist Wien gewachsen von knapp 600.000 Menschen auf über 2 Millionen. Wien hatte schon mal über 2 Millionen Einwohner. Die haben das damals irgendwie hinbekommen, natürlich ganz andere Lebensqualität. Aber jetzt sind wir wieder in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft massiv verändert. Nicht nur über Automatisierung, Digitalisierung, sondern auch lokal. Wien wächst so lange wie seit damals nicht mehr, so schnell wie seit damals nicht mehr. Im letzten Jahr beispielsweise sind 50.000 Menschen Nettowachstum in Wien dazugekommen. 50.000, das ist gewaltig. Und dieses Wachstum und diese Veränderung in der Gesellschaft benötigen eine optimistische, mutige Politik, die Veränderung als Chance begreift und Veränderung als Programm der Politik versteht. Weil wenn die Politik nicht mit dieser Veränderung mitgeht und die Verwaltung mitnimmt in dieser Veränderung, dann wird es gefährlich, weil der Glaube der Bevölkerung in die Politik geht massiv nach unten. Und ich glaube, den Glauben kann man nur zurückgewinnen, indem man eine reformorientierte Politik macht. Dementsprechend war auch uns mit Eintritt in die Koalition in Wien sehr, sehr wichtig, wie wir die Koalition benennen. Sie heißt Fortschrittskoalition, genau aus diesem Grund, nämlich der Liberalen
Haltung, dass eine Veränderung in der Politik notwendig ist. Und dann kann man es natürlich auf die unterschiedlichen Themenbereiche herunterdeklinieren. Wenn wir vielleicht nur eins exemplarisch nehmen, Klimawandel, massive Gefahr für die Menschheit, auch für die Demokratie. Wie behandeln wir den und was machen wir? In Wien in den Verhandlungen ganz klar ein ambitioniertes Programm, nämlich bis 2040 raus aus Gas. Und das ist eine riesige Herausforderung. Wir haben über 560.000 dezentrale Gasheizungen in Wien, die müssen wir wegbekommen. Aber diese Veränderung bedeutet auch eine Chance, nämlich unabhängig zu sein von autoritären Regimen wie Russland, aber auch ökologisch nachhaltiger und gesünder zu leben. Und dann gibt es die eine Teil der Bevölkerung, der Öffentlichkeit, die sagen, schafft man nie, geht nicht. Mhm. Und wir sind die, die sagen, wir werden es schaffen, es bietet Chancen und es ist notwendig für eine gute Zukunft. Mhm. Vielleicht noch kurz, weil du vorher die Veränderungen von Wien angesprochen hast. Ich glaube, eine Zahl ist sozusagen ja immer diejenige der absoluten Bevölkerung, und wenn die um 50.000 in einem Jahr wächst, dann wissen wir, was sozusagen los ist. Aber das andere ist auch, Wien ist das einzige Bundesland in ganz Österreich, das in den letzten 30 Jahren jünger geworden ist im Schnitt. Und auch das macht etwas mit einem urbanen Raum oder auch mit den ruralen Räumen aus, wenn so dieser demografische Wandel so unterschiedlich verteilt und gelagert wird und so viele die Zukunft hier in Wien suchen und die Veränderung hier in Wien auch mit begleiten und mitsuchen. Ich würde jetzt gern auf einen Aspekt eingehen, nämlich dort, wo Liberalismus gerade unter Druck ist. Christoph, das ist an ein paar Stellen angedeutet, aber wir haben, das war natürlich auch vor dem 24. Februar 2022 noch vielleicht auch europapolitisch relevanter als heute, aber wir haben Länder in Europa, in denen das Thema Medienfreiheit massiv unter Druck ist. Wir müssen nur nach Ungarn schauen, wir müssen nach Polen schauen. Wir haben das Thema in Polen gehabt mit dem Verfassungsgerichtshof, wo dort sehr stark die Politik interveniert hat. Mich würde etwas interessieren, wie du die Wehrhaftigkeit der europäischen liberalen Demokratie einschätzt, angesichts doch dieser unterschiedlichen Trends zu Populismus, auch zu Nationalismus und damit oftmals auch zu sehr illiberalen Lösungen oder illiberalen Ansätzen, um alle auf Linie sozusagen zu bringen. Ja, das ist eine große Frage mit einer schwierigen Antwort. Allein schon, dass jemand wie Orban sich rühmen kann, Ungarn sei eine illiberale Demokratie, und er vermarktet das als etwas Positives, das lässt er tief blicken. Nicht? Da denkt man eigentlich, was heißt illiberale Demokratie? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Eine Demokratie soll ja oder muss ja die Freiheit des Einzelnen schützen. Er kann partizipieren, er kann mitbestimmen oder sie kann mitbestimmen. Und daher illiberal, wo die Freiheit des Einzelnen nicht geschützt ist, wo von oben diktiert wird, ist ja keine Demokratie. Ja, also da sieht man schon, dass das überhaupt möglich ist, das zu sagen. Ich glaube, die ganz großen Herausforderungen sind oder die großen Gefahren für die liberale Demokratie sind erstens einmal das Desinteresse der Bevölkerung. Das ist ja wirklich interessant, du hast das ja sehr schön geschildert, wie Neos oder die Liberalen sich dafür einsetzen, veränderungsbereit zu sein, Veränderungen positiv anzusehen, darin die Chance zu sehen. Ja, aber wird das so in der Bevölkerung gesehen? Das kommt einfach nicht hinüber. Ja. Da ist immer noch eine liberale Partei, so in der Anschauung der Mehrheit ist, na, das ist ein Minderheitenprogramm, das ist ein Elitenprogramm, da sagt man, der Plafond ist vielleicht bei 10%, aber darüber kommen die nicht hinaus. Und da ist natürlich die wesentliche Frage, warum ist das so? Weil was ist denn an dem auszusetzen? Da kann doch ein vernünftiger Mensch, der ein bisschen nachdenkt, kann er nicht sagen, ich bin da dagegen. Ne? Dass wir uns jetzt nach dem richten, was notwendig ist, dass wir für die Zukunft gerüstet sind, dass wir Strategien entwickeln, wie wir mit den Herausforderungen fertig werden. Eigentlich kann ja nicht sein. Warum ist das so? Das ist für mich schon das große Rätsel. Und ich glaube, und Gott sei Dank, das hat mich immer für Neos eingenommen, ist der Einsatz für die Bildung. Dass man eben sich dafür einsetzt, dass schon vom Kindergarten, von der Kinderkrippe an die
Menschen, die Kinder, gebildet werden, dass ein Bewusstsein geschaffen wird, ein kritisches Bewusstsein geschaffen wird. Denn nur so kann es gelingen, dass diese liberalen Ideen, die ja eigentlich das Herzblut der Demokratie sind, eigentlich braucht man gar nicht sagen liberale Demokratie, eine Demokratie muss liberal sein, damit sie eine Demokratie ist, also damit das in der Bevölkerung verankert ist. Und wir können das nur verwirklichen, wenn wir viele Leute mitnehmen. Ja, wenn es so langsam Minderheitenprogramm ist, wird man nicht so viel durchsetzen können. Weil die Idee, wir haben wieder einen liberalen Bürgermeister in Wien, wäre schön, würdet ihr das sehr wünschen, aber ganz leicht ist es nicht, sagen wir das so. Ne? Aber spätestens 2048, oder? Ja. Die Frage ist, wie kann ich dafür begeistern? Und man muss schon sagen, man muss schon am Boden bleiben. Wenn man jetzt bei 1848 beginnt und sagt, na, persönliche Freiheit, Liberalismus, da hat alles begonnen. Ja, für wen? Für ein paar Männer. Für ein paar Männer. Die Frauen waren weit weg. Auch viele Männer waren weit weg. Eine kleine Gruppe, ich weiß nicht, 16%, glaube ich, waren wahlberechtigt. Ne? Alle anderen waren außen vor. Die Frauen wählen seit 1918. Ja? Der liberale Gedanke, das hat lang gebraucht, bis die Frauen erfasst hat. Die ersten Frauen, die maturiert haben, Ende des 19. Jahrhunderts, erste Ärztin, ich glaube am Beginn des 20. Jahrhunderts, ne, kann man sich alles gar nicht mehr so vorstellen, so lange hat das gedauert. Ja. Dann darf man auch eines nicht vergessen, dass der wirtschaftliche Aufschwung, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebt wurde und der da geschehen ist mit der Industrialisierung, der hat gewaltige Kosten verursacht. Für die Menschen, die in dieser Industrie gearbeitet haben, ja, da gab es zuerst noch keine Sozialgesetze, nicht 16-Stunden-Tage. Denken Sie an den Wienerberg, an die Ziegeleiarbeiter dort. Oder denken Sie daran, was bei uns völlig ausgeklammert wird. Österreich-Ungarn war keine Kolonialmacht, ne? Wir sind spät gekommen. Aber der Wohlstand in Europa beruhte zu einem ganz großen Teil auf dem Kolonialismus, auf der Ausbeutung anderer Länder. Das muss man sich auch alles sagen. Und alles, was heute so herauskommt, jetzt mir hat es ja gefallen, dass der Herr Bundeskanzler in seiner Zukunftsrede gegen das Gendern angerannt ist, als wäre das das Um und Auf und das Entscheidende, nicht? Aber das ist ja das Gendern oder eine Sprache, die sich rassistische Gedanken bewusst macht, ja, das ist ja ein Fortschritt, weil eben Menschen, ein großer Teil der Bevölkerung, erst dadurch jetzt wirklich sichtbar wird. Ja? Und das war ein langer Prozess. Und Liberalismus ist für mich eben etwas, was immer mehr Menschen Chancen eröffnet. Aber wir dürfen nicht sagen, 1848 waren wir schon so gut. Waren wir noch nicht. Ne? Aber es war mal ein Beginn. Aber man muss daran arbeiten. Man muss die Leute mitnehmen, ne? Und ihnen begreiflich machen, dass das allen etwas bringt. Ne? Nicht nur dem dritten Lager, einer kleinen Gruppe von Akademikerinnen und Akademikern, sondern der gesamten Bevölkerung. Das ist die ganz große Aufgabe, die eine liberale Partei hat. Und leicht ist es nicht. Das spricht ein bisschen die Utilitaristin in dir, oder? Der größte Nutzen der größten Zahl, möglichst vielen Leuten Fortschritt zu ermöglichen, das ist das Ziel, das ja gerade, sage ich jetzt einmal, in der zweiten Hälfte dann viele Liberale in Österreich, damals halt noch Österreich-Ungarn geteilt haben. Also die ja, aber darf ich dazu noch kurz was sagen? Du sagst das so leicht, gell? Ja. Vielen Leuten Fortschritt zu ermöglichen. Aber wir leben doch in einer Zeit, wo wir ein großes Fragezeichen hinter Fortschritt setzen müssen. Was ist denn heute Fortschritt? Was heißt denn das? Ne? Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Ich habe am Montag einen Vortrag gehört über New Work. Man braucht immer englische Termini. Über New Work. Neues und Arbeit. Über die Generation Y und über die Generation Z ist gesprochen worden, die Sinnerfüllung sucht. Also es geht nicht mehr darum, dass ich irgendwas arbeite oder irgendwas. Ich will was Sinnvolles tun. Und ich will nicht meine Zeit verplempern, nur um Geld zu verdienen. Nicht? Also das heißt, da ist vieles, was auf uns zukommt, ja, wo wir uns fragen müssen, wo wollen wir hin? Ne? Was ist denn unser Ziel? Wie bewahren wir diesen Planeten als einen Ort, an dem man leben kann? Wie nehmen wir die jungen Leute mit? Wenn Sie heute eine Zeitung aufschlagen, ein Thema ist fast auf jeder Seite Arbeitskräftemangel. Nicht?
Viele wollen, bringen sich nicht mehr ein in diese Gesellschaft. Also was ist Fortschritt? Das ist auch eine Aufgabe für eine liberale Partei, zu sagen, was wir darunter verstehen und was wir erreichen wollen. Danke, Emgert. Die Frage auch an dich, Friedhelm, wenn du die liberalen Errungenschaften rechtsstaatlicher Natur, unabhängige Medien ansiehst, wo siehst du aktuell die größten Druckpunkte, die größten Druckstellen, wo diese liberalen Institutionen unter Druck sind gerade? Ja, zunächst einmal zu der Bemerkung, das politische Desinteresse. Und das erinnert mich also an 1848, wo man sprach vom Völkerfrühling. Und wenn man sich jetzt erinnert, in der Gegenwart, wie so Begriffe wie arabischer Frühling, dann haben wir genau diese Analogien. Dieser Aufstand gegen absolutistische, diktatorische, autokratische Regimes. Und das ist ein Thema, das uns ganz unmittelbar angeht und wo uns 1848 sozusagen die Instrumente zu Füßen legt. Weil eines ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sich im Klaren ist, 1848, auch jüngst in einem Artikel, war ja eigentlich was Gescheitertes. Ja, es war unmittelbar gescheitert, weil es niederkadetscht wurde, wie das schöne Ausdruck damals hieß. Aber es ist alles, was uns dann später in Österreich, aber nicht nur in Österreich im Übrigen, es ist in großen Teilen Europas, alles das, was uns zu einer liberalen Demokratie hingeführt hat im Laufe der Zeit, ist angelegt gewesen und ist stückweise erreicht worden und kann auch wieder stückweise verloren werden, dass du, um auf deine Frage zurückzukommen. Und das ist die wirkliche Auseinandersetzung, die wir führen müssen. Das ist das Selbstverständnis, dass das, was eine liberale Gesellschaft, was eine liberale Demokratie, ein Verfassungsstaat und den Rechtsstaat bedeutet, dass das wieder kleinweiß abgebaut werden kann. Auch manchmal vielleicht ruckartig, aber es ist diese Orban und Konsorten ist für uns wirklich das Mahnmal, wo wir extrem aufpassen müssen und kleinweiß dagegen antreten müssen. Und das ist besonders der Rechtsstaat. Wenn ich das jetzt sozusagen auf die EU-Ebene übertrage, haben viele Leute schon den Eindruck, ja, mein Gott, na, die haben halt andere Gerichte. Aber es kann eine von der Anforderung demokratische, zum Beispiel demokratische Europäische Union, ohne Rechtsstaatlichkeit und zwar strikte Rechtsstaatlichkeit gar nicht funktionieren. Und das sind also die Herausforderungen, die wir haben. Aber wir haben sie auch hier im Lande. Also das mit der illiberalen Demokratie hat ja einen Anhang in diesem Land. Ne? Ganz ausdrücklich, die Freiheitliche Partei bezeichnet sich ja als Verbündete von illiberalen politischen Regimen. Ganz offen, ohne jegliche Bedenken. Mhm. Und hat eine massive Anhängerschaft. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Wir haben also zum Unterschied von dem Beginn der Zweiten Republik heute ein Mehrparteiensystem. Ich finde das extrem wichtig, weil das den Druck erhöht, dass offen debattiert wird und nicht zugedreht wird. Dass das Parlament in seiner Funktion vielleicht beschränkt, aber die Bühnenfunktion des Parlaments, wo die Meinungen aufeinander prallen, ist extrem wichtig, damit der Bürger, die Bürgerin überhaupt die Dinge zumindest verfolgen kann, wenn es sie interessiert. Aber wie gesagt, das sind alles hochaktuelle Dinge, die insbesondere nach dieser langen Phase, wo das alles selbstverständlich war, wo der wirtschaftliche die wirtschaftliche Entwicklung so selbstverständlich war, das ist heute nicht so. Und daher ist da wieder das Einfallstor für autoritäre Regime. Mhm. Und das ist sozusagen der Grund, warum es liberale Parteien braucht. Aber siehst du das, also vor 30 Jahren gab es einen einflussreichen Essay im Economist mit dem Titel
the complacency of democracy, also die Bequemlichkeit hat gefährdet die Demokratie, weil man sich sozusagen nicht mehr in einem Regimekonflikt fühlt und daher sich nicht gegen autoritäre, kommunistische Ansätze zum Beispiel mehr wehren muss und eine Bequemlichkeit eintritt bezüglich Demokratie. Jetzt sind wir in einer Zeitenwende, hat der deutsche Bundeskanzler gesagt, jetzt sicherheitspolitisch. Aber siehst du, dass das letzte Jahr auch ein bisschen ein Schock war, der auch wieder in den Vordergrund stellt, warum wir liberale Institutionen brauchen und haben, weil sie eben wirklich was anderes sind als das, was jetzt zum Beispiel wirklich explizit Wladimir Putin in Moskau als sehr lange als Scheindemokratie, Demokratur, jetzt ganz klar als Diktatur institutionalisiert hat, dass das auch ein Erweckungsmoment ist, um liberale Parteien zu stärken. Und sei es jetzt mal in Estland in erster Linie, aber vielleicht auch in anderen Ländern, dass dieses liberale Momentum ausgelöst werden kann? Ja, da vielleicht zwei Antworten. Man muss sich ja vorstellen, was am dem berühmten 6. Jänner in den Vereinigten Staaten passiert ist. Also wer hätte sich jemals getraut zu sagen, es wird ein rechtsradikaler Mob das Zentrum der Demokratie, das Parlament stürmen. Das ist einmal arg. Dass das nicht verhindert werden konnte, eine andere Sache. Dass aber jemand, der dafür verantwortlich ist, der dazu aufgehetzt hat, de facto, ganz offen wieder sagen kann, ich tritt bei der nächsten Wahl an. Das ist ja sozusagen wirklich, da setzt eine Erosion der demokratischen Kultur ein. Ob da rechtlich erwischt wird oder nicht. Aber dass das möglich ist und dass eine breite Öffentlichkeit das akzeptiert, relativ. Nicht alle, Gottlob, aber ein großer Teil. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wo wir auch also Erfahrungen haben in diesem Lande. Es ist, wenn wir die Entwicklung von 1848 haben, ist es so in Schritten weitergegangen. Und wir haben die Erfüllung der meisten politischen Forderungen des 48er Jahr war ja eigentlich dann die Verfassung 1920. Da war ja eigentlich alles drinnen. Die Grundrechte haben wir übernommen, das ist eine andere Geschichte, das war ein Geschenk der Monarchie, interessanterweise, ne? Die Staatsgrundgesetze, gut. Ja, es hat natürlich historische Hintergründe, dass immer da äußere Einflüsse auch eine Rolle spielen. Aber wir haben mit der Kelsen-Verfassung wirklich eine extrem parlamentarische Demokratie. Ne? Dass die Regierung als Parlamentsausschuss ursprünglich sogar. Ne? Also wenn man 1848 unter dem Blickwinkel betrachtet, ist es gescheitert? Nein, absolut nicht. Unmittelbar schon, aber die ganzen Wirkungen danach. Und Kelsen-Verfassung haben wir dann aber erlebt, wie das wieder in der Ersten Republik wieder abgebaut wird und in der Zweiten Republik mäßig und mit einer anderen politischen Kultur des Parteien- und Kammerstaates, sage ich jetzt einmal vereinfacht, wie das da auch eigentlich bis zu einem gewissen Grad suspendiert wurde. Aber, und, ja. Aber um vielleicht noch kurz auf die Frage auch zurückzukommen, was sozusagen das letzte Jahr betrifft, siehst du, dass der Angriff auf die Ukraine, auch diese Zeitenwende, die ausgerufen wird, das neue Bewusstsein, dass es hier um mehr geht als nur unter Anführungszeichen um einen Desinformationskrieg, sondern es ist ein echter konventioneller Krieg, ein echter Angriff auf ein souveränes Land, dass das auch die Frage, wie wichtig sind unsere liberalen Institutionen auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, die da sind, dass das eine neue Erweckung auch dieser Frage stellt, wie sichern wir unsere Demokratie ab oder siehst du das in Europa? Ja, das ist wahrscheinlich eine zwiespältige Geschichte. Um bei der Ukraine zu beginnen, der Beginn war ja 2014, ist der Krieg de facto begonnen, in einer verhaltenen Art und Weise, mit dem Ziel, dass die Ukraine sich nicht stabilisieren kann. Und dass dass dann sozusagen, weil man auch sagt, die Ukraine ist ja auch was Rechtsstaat und Protektion und all diese negativen Dinge, die stimmen natürlich auch. Aber man stelle sich vor, ein Staat, der 8 Jahre lang, bis dann die zweite Kriegsstufe erreicht wurde, diese Belastung hat
wirtschaftlich, finanziell, mit den Toten und so weiter, wie kann ich da wirklich auch Demokratie aufbauen? Und das ist der, meines Erachtens der Hintergedanke des Februarkrieges vergangenen Jahres. Die Ukraine darf keine erfolgreiche Demokratie werden, weil das meine politische Macht, meine absolute Macht in Moskau womöglich gefährdet. Hm. Und dieser Zusammenhang, dass der äußere Druck natürlich Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Parlamentarismus, alle diese Dinge die unter einen immensen Druck stellt, das dürfen wir nicht vergessen. Christoph. Die Ableitung, dann haben wir genug gelernt daraus, weil ich habe seit vielen Jahren das Gefühl, dass wir uns es zu gemütlich machen in Europa. Auch global gesehen, im Vergleich zu China zum Beispiel oder anderen Regionen der Welt, war schon offensichtlich, dass wir zurückfallen. Und diese sicherheitspolitische Dimension wurde halt gar nicht mehr gesehen. In Österreich sowieso nicht, weil wir sind ja neutral und Sicherheitspolitik geht uns nichts an. Aber auch darüber hinaus halt die Fragestellung, können wir unsere Demokratie verteidigen, wenn sie angegriffen wird, die hat Europa aus den Augen verloren, aus meiner Sicht. Und um diese Demokratie und diesen Systemkampf, den es gibt, und aus meiner Sicht wird er noch stärker werden, das war, ich hoffe, ich habe Unrecht, aber ich glaube, es war erst der Auftakt, leider, von größeren Konflikten autoritärer Regime gegenüber Demokratien. Wenn man zum Beispiel China, USA anschaut, macht mir das große Sorgen. Aber die Ableitung muss sein, Europa muss selbst verteidigungsfähig sein. Und aus meiner Sicht unabhängig von den USA. Natürlich, eine NATO ist gut und schön und wichtig für die Demokratie, aber wir können uns auch nicht auf die Amerikaner verlassen in aller Zukunft. Wir müssen in Europa souverän sein. Und es geht nicht mehr in den Nationalstaaten. Das ist diese Schrebergartenmentalität, die es in Österreich sehr weit gibt, vor allem auch von Rechten propagiert wird, aber nicht nur dort. Wir schauen auf unser schönes Österreich, funktioniert in der globalisierten Welt nicht mehr, wo es solchen Druck gibt, sowohl ökonomisch als auch im Systemkampf. Wir müssen in Europa aufwachen. Ich finde, wir sind noch zu wenig aufgewacht. Es gibt erste Schritte wieder in Richtung einer besseren Koordinierung, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik. Aber Aufwachen, eine Zeitenwende wäre nicht Deutschland investiert in das Militär, sondern wir machen ein europäisches Heer, um die europäische Demokratie auch verteidigen zu können. Wir machen eine einheitliche europäische Außenpolitik. Ich finde, Europa ist viel zu zögerlich. Und wer ist Europa? Vor allem die Nationalstaaten natürlich, die nationalen Regierungen, die hier aus diesem Angriffskrieg nicht genug lernen. Und das wäre für mich ein Fortschritt, um einen Aspekt des Fortschritts zu sehen. Wir müssen uns wandeln, nämlich raus aus der reinen nationalstaatlichen Denkweise hin zu einem Europa, für mich einem vereinigten Europa, um die Demokratie und Freiheitsrechte abzusichern, weil es wird vielleicht nicht die Revolution sein, aber es ist ein Systemkampf, in dem ich möchte, dass die Demokratie sich verteidigen kann. Mhm. Ja, die Voraussetzung dafür ist, dass man aus einem schönen Traum aufwacht. Und dieser schöne Traum, der ja mich mein ganzes Leben begleitet hat, ist, wir leben in einer Zeit, in der ein Krieg, jedenfalls in Europa, nicht mehr denkbar ist. Und diese Friedensdividende, die hat uns ja unglaublich genützt. Wir haben nichts für die Verteidigung ausgegeben, das Bundesheer ist halt, wie es ist. Ja? Und wir haben dafür den Sozialstaat ausgebaut, wir haben einen Wohlstand erreicht und nicht umsonst, sagt man, Insel der Seligen. Ja? Also uns geht's gut und es ist ja auch jetzt von einem moralischen Standpunkt aus schwierig zu argumentieren, wir müssen mehr Geld für Waffen ausgeben. Ne? Ist ja schrecklich. Also Waffen, mit denen man Menschen umbringt, ne? Die sind ja dafür ausgerichtet, Munition erzeugen in Europa, sich da zusammenschließen. Ist ja alles nicht schön, ne? Diese Wirklichkeit. Wäre ja viel schöner, wir hätten wirklich ein Ende der Geschichte. Ende der Geschichte in dem Sinn, dass solche kriegerische Auseinandersetzungen aufhören, dass es jemanden wie Putin oder Xi Jinping gar nicht gibt. Ja? Wir leben in einer liberalen Demokratie, alles sind zufrieden, alle sind glücklich, das wäre ja schön, ja? Das spielt es nicht. Ja? Und daher hat so eine Aufrüstung oder wie du sagst, ein sich selbst verteidigen können, einen Preis, den ein, ich würde sagen, ein Großteil der Bevölkerung nicht zu zahlen bereit ist.
muss einem klar sein, 600.000 Leute haben diese Petition unterschrieben oder diesen Brief unterschrieben von David, also wie heißt er, Brecht? Richard David, ja? Brecht. Und von der Alice Schwarzer. Ja? Alice Schwarzer. Schwarzer, ja. So oft ausgesprochen, nicht mehr gewusst. Na, egal. Na, jedenfalls haben diesen Brief unterschrieben, über 600.000, ne? Oder die Sarah Wagenknecht, ne? Verhandlungen jetzt, ja, Krieg erfordert so viele Opfer. Wir müssen die Ukrainer und Ukrainerinnen vor sich selber schützen, ja, in diesem schrecklichen Krieg. Was ja natürlich absolut irreal ist, aber auf der anderen Seite ist es schon nachvollziehbar. Wer will denn einen Krieg? Also ich schaue diese Bilder aus der Ukraine überhaupt nicht mehr an. Ich kann das gar nicht an mich herankommen lassen, dieses Leid, das dort passiert. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind hochgerüstet, ja, wir investieren noch mehr in Waffen, ja, ist das natürlich etwas, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und wir haben lange in der Illusion, in diesem Traum gelebt, wir brauchen das nicht mehr. Ne? Der Mensch ist so weit, dass er nicht mehr das mit den Fäusten, also meinungsverschieden, austrägt, sondern sich zusammensetzt, das bespricht, diskutiert, kultiviert, miteinander umgeht, miteinander Handel treibt, Wandel durch Handel. Ja? Also wir gehören eng zusammen. Das war eigentlich der Traum. Und sich von dem zu verabschieden und das andere anzunehmen, das ist schwierig. Also dass die Politik ganz schön gefordert, sind wir alle gefordert. Und ich muss auch sagen, man hat, also ich habe auch einen inneren Widerstand. Ne? Und nur mit dem Verstand kannst du dann sagen, ist ja notwendig, aber emotional, ja, bin ich nicht für Waffen. Aber es bleibt nichts anderes übrig, nicht? Aber, nur den Spagat müssen wir schaffen. Aber Irmgard, siehst du nicht dennoch, dass dieses ein Teil der Zeitenwende schon ist, dass liberale Demokratien gerade auch in Europa stärker sensibilisiert jetzt dafür sind, dass es diesen Feind auch von außen gibt, der dann explizit auch Demokratie als Demokratie angreifen möchte und deswegen dieses Stärken von Institutionen gerade schon sichtbar ist. Also wenn ich daran denke, was alles möglich geworden ist dadurch, dass man Kompromisse auf europäischer Ebene gefunden hat, gerade in den ersten Wochen nach dem Krieg, das waren Fortschritte in vielerlei Hinsicht, die wären davor eher in Jahren abgelaufen, nicht in den Wochen oder in den Tagen, die sie damals abgelaufen sind. Na, du hast vollkommen recht, aber solange man in einer Demokratie lebt, schätzt man das ja nicht. Gehen wir hinaus auf die Straßen, fragen wir die Leute, sind sie froh, in einer Demokratie zu leben? Ja, ich weiß nicht, was fragen Sie mich das? Ne? Also, ja, also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ne? Das, was man gewöhnt ist, was man als selbstverständlich hat, schätzt man halt nicht. Ne? Und dann, naja, schlecht ist das andere auch nicht, so irgendwie. Ne? Es ist ja furchtbar für die Chinesen, dass es da dieses schreckliche Ende der Null-Covid-Politik gegeben hat. Aber es war vielleicht für manche ein gewisses Aufwachen, wenn eine Zeit lang man sagt, na, also schaut euch an, wie die Chinesen das machen. Das ist ja ein autokratisches System, ist einer Demokratie überlegen. Die machen das, was wichtig ist, und das funktioniert. Ja? Sterben keine Leute in China jetzt an in Covid-19. Ne? Ja. Ja. Also, es ist schwierig. Ja, ich glaube, dieser Zusammenhang Sicherheit und, sagen wir, unsere gewohnten rechtsstaatlichen, liberalen Lebensverhältnisse ist ein ganz enger. Also im Beispiel Ukraine und Krieg habe ich das ja angedeutet. Und wir sind global in einer Auseinandersetzung zwischen das, was man meines Erachtens fälschlicherweise westliche Welt bezeichnet, gegen autoritäre Systeme. Dieser Kampf ist da und die Demokratie weicht zurück. Und aus diesem Grund ist es jetzt ja ungemein wichtig, dass Europa als der Kontinent, wo am ehesten das, was Demokratie ist und was er auch im globalen Zusammenhang für eine friedliche, rechtsstaatliche Entwicklung eintreten kann, dass das wirklich seine politische Kraft entdeckt endlich. Weil wir haben ja alle die Dinge, die eigentlich funktionieren könnten, rechtsstaatlich, als ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, mit den Vereinten Nationen, dem kollektiven Sicherheitssystem, mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
das ist ja alles vorhanden. Es verlottert nur, es ist, hat Wirksamkeit beschränkt, aber es verlottert und erodiert jetzt. Und deshalb ist es so wichtig, dass Europa, wo diese liberalen Werte, sehr allgemein gesprochen, annähernd verwirklicht sind, auch unter Druck stehen intern, aber dass Europa seinen Einfluss in diesem globalen Wettkampf der Supermächte, die also sehr leicht da bis ins Militärische abgleiten, dass Europa dafür sich massiv einsetzt. Die Vereinten Nationen sind für mich der sicherheitspolitische Rahmen. Das Völkerrecht, also diese rechtlichen Dinge bis hin zu den internationalen Strafgerichtshöfen, das wäre ja eine herrliche Geschichte, wenn das verwirklicht wird. Es ist alles unter Druck. Und der Grundgedanke eben der Vereinten Nationen, das kollektive Sicherheitssystem, wenn aus dem Zweiten Weltkrieg geboren, wenn ein Staat zu den Waffen greift, dann sind alle anderen eigentlich verpflichtet, sich gegen den zu wenden. Also die UNO ist ja nicht pazifistisch, ganz im Gegenteil. Sie will sich einsetzen gegen Friedensbrecher. Und deshalb ist, glaube ich, die liberale Wertskala von der Demokratie, vom Parlamentarismus, die offene Gesellschaft, ein Begriff, der mir sehr wichtig ist, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Das ist zunächst einmal eine sehr wichtige Wertebasis, die wir auch auf globaler Ebene zum Einsetzen, zum Klingen bringen müssen. Und im europäischen Zusammenhang ist das unsere Grundlage, wie wir den ganzen illiberalen Demokratien, sogenannten, entgegentreten. Nur einen Punkt hätte ich noch ganz gern angebracht. Wir reden ja dauernd von westlichen Werten. Das ist falsch, meine Sachen. Das sind globale Werte, die niedergelegt sind global und die auch alle UN-Mitgliedstaaten eigentlich unterschrieben haben. Ich finde es einen Fehler, wenn wir von westlichen Werten sprechen, weil dann rutscht das sofort in die alten kalten Kriegskategorien hinein und sagt, aha, der Westen, der macht das, der hat ja auch seine Spielchen und so weiter. Und die Wertebasis als solche wird gar nicht ernst genommen. Wir müssen uns darauf beziehen, auch wenn es schwierig ist, uns auf diese internationalen rechtsstaatlichen Strukturen, die wir zumindest am Papier haben, dass wir die nicht nur aufrechterhalten, sondern schauen, dass wir nach Möglichkeit sie auch ein Stück wieder mehr Realität werden lassen. Ich würde jetzt gerne, bevor ich auch die Möglichkeit gebe, dass hier das Mikrofon auch durchgereicht wird für Fragen aus dem Publikum, eine Schlussrunde machen. Wir waren jetzt sehr stark in dem Punkt, wo ist Liberalismus gerade unter Druck? Und ich würde gerne wieder auf das kommen, was Christoph vorher gesagt hat. Wo ist Fortschritt? Wo liegt Fortschritt vor uns? Wo sind Bereiche, wo wir gerade vor Innovationen, vor neuen, besseren Lösungen, vor auch gesellschaftlichem Fortschritt stehen? Wo seht ihr gerade auch positive, gute Dynamiken, die, wenn wir uns zusammensetzen in 25 Jahren zu 200 Jahren 1848, uns auf dieses Vierteljahrhundert schauen lassen werden und sagen, da ist echt was weitergegangen, was Positives. Was macht euch gerade besonders fortschrittsfroh? Darf ich bei dir anfangen? Was mich schon positiv stimmt, wir haben eine wache Zivilgesellschaft. Wir haben immer wieder zivilgesellschaftliche Initiativen zur Sicherheitsdebatte oder jetzt die Initiative Bessere Verwaltung, das Antikorruptionsvolksbegehren. Also wir haben verschiedene Initiativen, wo die Zivilgesellschaft etwas einfordert. Oder denken wir die gesamte Flüchtlings- und Migrationsdebatte, wie stark da auch die Zivilgesellschaft ist. Also das heißt, wir haben viele Menschen bei uns, die sich engagieren, gerade für diese Werte, ob global oder europäisch oder westlich, was immer, aber die dafür eintreten und dafür etwas tun. Also das stimmt mich hoffnungsvoll. Christoph. Unglaubliche Demokratisierung des Wissens, wenn ich mich da so umschaue. Vor 100 Jahren haben wir hierher gehen können und hat zum Glück ein paar Informationen in diesen Büchern gefunden. Jetzt kann man ins Internet gehen, hat Wikipedia, hat eine Unmenge an Wissen. Es ist eine gewaltige Chance. Die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Ich sehe die gleiche Gefahr. Es gibt zwar alles, wir haben eine Demokratisierung des Wissens, aber kann eine Mehrheit der Gesellschaft damit umgehen? Auch mit den Veränderungen über Fake News, den Algorithmen in den sozialen Medien. Und die Antwort darauf muss sein, bessere Bildung. Drum unser Kampf als NEOS für die bessere Bildung im Kindergarten starten, um die Kinder von klein auf
in diese Welt hineinzubringen, wo nicht mehr nur das Wissen zählt, was da drinnen ist, sondern die Kompetenz zum Beispiel zu dem Wissen zu kommen oder der Kompetenz richtig und falsch zu unterscheiden. Und da sehe ich uns noch an der Kippe im System. Schaffen wir die Transformation auch des Bildungssystems dorthin? Aber ich sehe eine große Chance darin, weil es auch für die Kinder viel mehr Spaß macht, einen Unterricht zu haben, wo nicht nur Wissen wie in einen Trichter hineingetrichtert wird, sondern man zum selbstbestimmten Leben ermächtigt wird. Da sehe ich eine Chance, aber auch eine Gefahr. Und für mich ist ein bisschen das Bild der Gefahr der Demokratie, dass es uns oft zu wenig sichtbar ist, wie wichtig es ist, in einem demokratischen Land zu leben. Auch wieder Metapher, die zu hier passt. Ist so wie gesund zu sein. Wenn man gesund ist, denkt man sich nichts eigentlich. Man nimmt es einfach. Kann nicht anders sein. Ja. Und wenn man krank ist oder Schmerzen hat, dann denkt man sich, ich wäre so gerne gesund. Mhm. Und ich möchte nicht, dass uns oder mir das in einer Demokratie passiert, dass die schleichend weggeht. Und deshalb müssten wir den Fortschritt in der Demokratie weiter erringen, weil wir sind nicht zu Ende. Wir sind nicht am Ende, sondern die Geschichte kann sich immer wieder wandeln. Sie ist nicht linear, ich glaube nicht daran, an eine lineare geschichtliche Entwicklung, sondern es geht immer um die aktuelle Generation und die handelnden Akteure und eine Mehrheit der Gesellschaft in einer Demokratie, die Demokratie weiterentwickeln muss, drum wieder der Fortschritt, weil ohne dem wird es dann Rückschritt geben. Friedhelm, auch an dich die Frage, wo siehst du Nein, wir müssen Fortschritt mal, auf dem Horizont. Wir müssen uns einmal auch im Klaren sein, dass ja Demokratie und Rechtsstaatlichkeit jetzt seit 1989 einen riesigen Schritt vorwärts gemacht hat. Das soll man nicht vergessen. Also ich weiß, kann mich noch so gut erinnern, wie es anders war. Und Europa hat ja so eine wahnsinnige Chance bekommen, ne? Die leider zum Teil auch wieder nicht so wahrgenommen wurde. Aber da haben wir eine Aufgabe und ich glaube, dass uns die gesamte Situation jetzt einerseits durch die Bedrohung von außen, aber andererseits auch durch die Orbans und Konsorten, wir aufgewacht sind, wie wichtig es ist, um diese Dinge zu kämpfen. Und ich glaube, dass wenn das wirklich ernst wird, dass die Bevölkerung, die Zivilgesellschaft auch da wirklich sich anständig auf die Beine stellt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir, um auf Österreich zu kommen, wir haben gerade alles, was da so illiberale Demokratie so bei uns zu wuchern begonnen hat, zum Teil überwunden. Also es ist nicht lange her, dass ein Kurz und Konsorten wirklich in Richtung so, ich sage jetzt einmal, eine Machtgruppe aufgebaut hat, die letzten Endes die demokratischen Werte schleichend hätte beseitigen müssen, um sozusagen das Wichtigste der Demokratie, dass über faire Wahlen ein Machtwechsel stattfindet. Das war gefährdet in Österreich durch systematische Machtzementierungen. Na, das ist also schiefgegangen, aus verschiedensten Gründen, aber ich glaube, dass auch wir dann noch rechtzeitig, auch durch liberale Parteien, ne, und auch liberale vielleicht auch in anderen Parteien, uns dagegen gestellt haben. Also das zeigt, es ist Widerstandsfähigkeit da. Und das ist für mich eine positive Sache. Eine dritte ist natürlich, wie können wir diesen Systemwettbewerb zwischen Autokratie und Demokratie, sage ich es vereinfacht, wie können wir da mehr erreichen? Das ist also eine Aufgabe. Und wenn wir schauen, die Konfliktfelder dieser Welt, da muss Europa gemeinsam mit seiner gemeinsamen Außenpolitik, mit einer gemeinsamen Sicherheitspolitik sich da wirklich stärker einbringen. Wer soll es sonst tun, für Demokratie eingreifen? Nicht? Und das, glaube ich, ist eine Chance, die wir haben, wenn wir sie ergreifen. Also ich fasse ein bisschen zusammen. Packen wir es an, ist die Chance, nämlich dann, wenn wir selbst was tun in den unterschiedlichen Bereichen, zivilgesellschaftlich, sicherheitspolitisch, europäisch. Ich würde jetzt an dieser Stelle die Fragerunde auch eröffnen und ich habe die Florentina Prohaska, die mit einem Mikrofon auch nach vorne gehen wird, damit alle im Raum einerseits die Frage hören und andererseits auch es in der Aufzeichnung ist. Darf ich hier in die erste Reihe kurz bitten?
Und ich bitte um eine wirkliche Frage mit einem Fragezeichen am Schluss und eine kurze Vorstellung. Dr. Wählern, ich würde sagen, wir sollen die Revolution 1848 und alle diese Spuren, die sie hinterlassen, hat als demokratisches Narrativ, als rechtsstaatlich demokratisches Narrativ übernehmen und trotz des Scheiterns, ein Jahr Revolution, 70 Jahre Monarchie, aber nur durch die Niederlagen des Franz Josef wurde es möglich, den Weg zur Rechtsstaatlichkeit und zur Demokratie durchzusetzen. Denn er wollte das ja beides nicht. Er war vielleicht für Rechtssicherheit und für die Bürokratie, aber er hat keinerlei Anliegen der Revolutionäre, die er ja alle grausam verfolgt hat und hörte, wie in Brünn die Folterwerkzeuge an ihnen abgearbeitet werden. Das war der blutjunge Franz Josef, der also in allen Sissi-Filmen verherrlicht wird. Ein Problem dabei ist, dass das Scheitern auch in der Ersten Republik, die Erste Republik ist durch ihre Feindschaft, letzten Endes Bürgerkrieg, gescheitert. Wir haben geglaubt, die Zweite Republik ist gescheiter geworden. Und zum Teil kann man das wohl bejahen. Aber auch dort hat sich ein Staat im Staat etabliert, schon in der Großen Koalition. Die, die nicht dabei waren, haben das vielleicht stärker gefühlt als die, die dabei waren. Und das hat also im kleineren Kreis kurz versucht, einen Staat im Staat aufzubauen. Also the dual state vom Ernst Fraenkel hat hier fröhliche Ursprünge hier gefeiert in Österreich. Und ich glaube, wir müssen natürlich auch Dinge zur Kenntnis nehmen, wie wir haben keine Aufklärung wirklich in Österreich gehabt. Dazu war viel zu viel Kirche da. Und das Zweite ist, der Liberalismus leidet darunter, dass wir keine Aufklärung hatten. Weil dadurch sind alle die Ideen der Aufklärung bei uns nicht so. Es ist möglich, dass in Sachsen und am Rhein die Leute mehr in Büchern lasen. Das gilt weitgehend noch immer. Und das ist auch das Problem. Trotz aller politischen Bildung gelingt es uns nicht, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Demokratie verteidigungswert ist. Und ich gebe zu, wir haben ich bin Jahrgang 37, wir haben durchaus auch einen Slogan akzeptiert, lieber rot als tot. Ja? Also nur nicht Krieg, nie wieder Krieg. Das Geschrei der Schauspieler, die das propagiert haben, nie wieder Krieg, ist bei mir noch drinnen. Mhm. Und deshalb verstehe ich auch diese Hemmungen, hier sozusagen jetzt zu beginnen. Aber wir müssen es, und die Zivilgesellschaft ist bei uns relativ groß geworden, relativ stark geworden. Ich möchte dieses Lichtermeer nur als ein Beispiel nennen. Aber es gibt diese Initiativen, die Sie aufgezählt haben und die oft nicht in der Presse, in den Medien so wiedergegeben werden, wie sie es eigentlich verdienen. Vielen Dank. Ich nehme mit sozusagen das ein demokratisches Narrativ. Ich habe ansonsten hier in der zweiten Reihe zuerst die Frage gehabt. Wenn möglich, bitte eine Frage und am besten noch an jemanden Spezifischen aus der Runde. Ich kenne das System. Mein Name ist Stefan Duschek. Ich bin ein Wien geborener Europäer. Auf das Thema komme ich dann ein bisschen später, weil mich... ganz kurz, eine Frage an den Herrn Dr. Frischenschlager. Woher der Optimismus, dass wir ein System kurz überwunden haben und dass das nicht passieren kann? Weil was ich gehört habe bei meinem letzten Gespräch der Dr. Filzmeier, wir malen uns aus, Kickl wird Bundeskanzler und die ÖVP unterstützt ihn. Das wird noch schlimmer als das, was wir vor 4 Jahren erlebt haben. Also die Frage, woher der Optimismus? Mhm. Zu Europa möchte ich nur eines kurz an alle richten. Vor 200 Jahren war Deutschland aus Bayern, Hessen, Franken, was weiß ich was, 16 geteilt.
Heute haben wir 27 europäische Staaten. Warum fangen wir nicht an, um dem entgegenzuwirken, wie wichtig das europäische Modell ist, darüber nachzudenken, dass wir sagen, wir sind Europäer. Deswegen stelle ich mich immer so vor. Danke. Ja. Vielen Dank. Die Frage an dich, Friedhelm, was macht dich optimistisch, dass das System eine einfache Antwort. Kurz ist nicht mehr und ich gehe davon aus, dass ein Kickl nicht wird. So optimistisch bin ich. Aber es ist eine Frage natürlich wiederum der Öffentlichkeit, der Zivilgesellschaft, natürlich auch inwieweit die Parlamentsparteien genug politische Kultur haben und demokratische Kultur haben, genau hinzuschauen, wer denn mit parlamentarischem Vertrauen in Regierungsämtern kommt. Also dazu haben wir eine Verfassung und wir haben natürlich das Problem, dass der Souverän, dass die Wahlbevölkerung eben dazu abstimmen muss. Aber ich bin wirklich Optimist, dass die demokratische Auseinandersetzung in Österreich nicht so herunterkommt, dass eine demokratische, nicht illiberale Demokratie unter Anführungszeichen Wirklichkeit wird. Den Optimismus habe ich. Christoph, auch ich würde an dich kurz wegen der Feststellung noch der europäischen Identität vielleicht das richten, weil als Politiker ist man immer mit so Identity Politics beschäftigt. Selten ist es im positiven Sinne, dass man sozusagen neue Identitäten schaffen möchte, die eben mehr liberale Werte vielleicht auch vermitteln können, sondern meistens eher in der Spaltung. Wie siehst du das? Schaffen wir eine europäische Öffentlichkeit, eine europäische Identität? Ich sage es ähnlich. Wenn ich im Ausland bin, sage ich gerne, ich bin Europäer. Und dann sage ich, ich bin Wiener. Das ist meine Reihenfolge. Gerne natürlich auch Österreicher. Ich bin aber auch französischer Staatsbürger. Ich bin schon eine europäische Mischung. Als ich im Ausland studiert und gearbeitet habe, habe ich mich immer vorgestellt, ich bin Europäer. Habe sich immer gewundert, warum sage ich das? Und ich habe es meistens auch erklärt und es ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, hier in Richtung einer neuen Identität zu kommen. Wie man dorthin kommt, ist schwierig. Aber ich glaube, nur demokratisch, über Überzeugungsarbeit, über das Aufzeigen, was Europa bedeutet, was es für einen Vorteil hat für einen selber. Und es ist mir auch wichtig, das in die Lokalpolitik zu holen, zum Beispiel in Wien auch zu zeigen, was haben wir dank Europa. Ich bin mein Lieblingsplatz in Wien, ich wohne dort, Ippenplatz, der war vor 20 Jahren ein Schandfleck in Wien, ist jetzt ein super Ort geworden in Finanzierung mit der Europäischen Union. Weil auch so angreifbare Themen, wir haben ganz, ganz viel von Europa und nicht nur die abstrakten, auch wichtigen Themen, sondern auch angreifbare Themen, die wir auch in Wien sehen. Da sehe ich alle, die in Regierungsverantwortung sind, in der Verantwortung, nicht auf Brüssel zu schimpfen, weil natürlich ist immer leicht. Irgendwie andere ist immer schuld daran, sondern auch aufzuzeigen, was Gutes getan wird und wie die Demokratie im Europäischen Parlament gelebt wird. Das finde ich ein sehr, sehr schöner Parlamentarismus, den wir hier haben, der mehr Aufmerksamkeit bedarf, trotz aller Herausforderungen. Aber ja, das ist die Aufgabe, das Positive zu zeigen und zu überzeugen in einer Demokratie, eine Mehrheit dafür zu bekommen. So, darf ich noch, ich muss jetzt ein bisschen, damit wir auch endlich eine Stimme noch von einer fragenden Frau haben. Henny Brandstötter hat eine Frage. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Irmgard. Du hast es auch vorhin anklingen lassen. Resilienz ist ein großes Thema. Also wir sagen, wie können wir all diesen Herausforderungen begegnen? Da würde mich interessieren, wie dein Blick darauf ist, wie wir Resilienz eigentlich auch schaffen können, wie wir das verankern können in einem Sozialstaat, der doch sehr ausgeprägt ist und wo auch Dinge wie Entrepreneurship, Mut, Waghalsigkeit vielleicht auch nicht unbedingt ausgeprägte Eigenschaften sind. Soll ich gleich antworten? Gerne. Also die Bildung. Das Bildungssystem ist wieder gefragt, dass man hier dieses Selbstwertgefühl stärkt, auch das Gefühl, aus seinem Leben etwas machen zu können, dass wir da noch viel mehr tun muss. Und was diese europäische Identität betrifft, das Erasmus-Programm ist ganz großartig. Ne? Und dass man das noch stärker propagiert, dass wir einander in Europa kennenlernen und damit auch uns europäisch fühlen.
eigentlich, wir müssten ja, eigentlich passt ja gar nicht mehr, dass man sagt, wir sind EuropäerInnen oder was immer. Eigentlich müsste man heute schon sagen, wir sind ErdbewohnerInnen und haben diese Verantwortung. Es ist ein Planet und es hängt da eigentlich alles zusammen, ne? Wir müssen das noch größer denken. Also geschweige denn, ich bin Wiener, Wienerin, ne? Österreicher, Österreicherin, Europäer, wir müssen noch viel weiter gehen. Ne? Und dann werden wir uns auch gegenseitig stärken können, uns selber vor allem auch und resilient sein. Aber Irmgard, noch als Nachfrage zu Hennis Frage, diese Frage von Resilienz und auch dieses, wie wecken wir wieder das Informationsinteresse auch in die Demokratie, siehst du, ist das auch eine reine Bildungsfrage oder ist es stellenweise auch eine Frage, wo Zivilgesellschaft, politische Parteien einfach auch viel aktiver wieder über Dinge reden müssen, die vielleicht unbequem, unpopulär und vielleicht nicht in Umfragen abgedeckt das sind, was jetzt 50 plus eine Stimme bringt? Ja, aber der Grundstock muss in der Bildung gelegt werden. Und dann natürlich ist es die Verantwortung der Medien, ist es die Verantwortung der Politik. Und was wir erleben, ist ja genau das Gegenteil. Wenn irgendetwas ist, dann sagt man, Brüssel ist schuld. Ne? Wir wollen ja Brüssel ist schuld. Ne? Also immer das ausspielen, das immer so billige Argumente, wir werden sie im Wahlkampf jetzt wieder erleben, also es beginnt ja schon, nicht? Dass man sagt, na, wir wollen ja eigentlich diese Sozialleistungen kürzen, meine, alles ein Unsinn von vorn bis hinten, ne? Dann wird man sagen, ja, aber Brüssel lasst uns nicht, ne? Auch bei der Familienbeihilfe so ein gescheiter Gedanke, dass die weniger kriegen, Brüssel lasst uns nicht, ne? Also das heißt, die politische Kommunikation läuft in vielen Fällen darauf, Brüssel den Schwarzen später zuzuschieben und so zu tun, wir wollen das Gute für die Leute, aber Brüssel macht das. Und da muss man dagegen wirken. Da haben wir die Medien, aber nicht nur die Medien, uns alle, ja, in den Gesprächen, die wir führen, darauf hinwirken. Sonst kann nichts entstehen. Ich war heute Nachmittag, habe ein Gespräch gehabt mit Studienstiftlern, da hatte die Akademie der Wissenschaften auch so ein Programm und da war die Frage an mich, ja, was können wir tun, ne, dass sich die Politik ändert, das Bewusstsein ändert? Ja, jeder in seinem Bereich. Na, da hat einer mich gefragt, ob man Volksbegehren machen soll. Na, ich sag, das würde ich eher nicht raten, ne? Das bringt wenig. Aber ja, na, auch diese Selbstermächtigung. Ich kann etwas dadurch, dass ich mich einbringe, dazu beitragen. Und vielleicht möchte ich da am Schluss, damit wir die Diskussion auch in die kleinen bilateralen Runden auch verschieben können, dann noch den Hinweis geben als Lab und Irmgard, du weißt das, Christoph, du weißt das, wir organisieren einmal im Jahr auch den Freiheitsindex als Teil des Demokratiemonitors, wo es sehr stark darum geht, was ist Demokratie, was macht das Freiheitsgefühl in Österreich gerade aus, wo leidet auch gerade diese Selbstwirksamkeit der Menschen, wie kann man das stärken, und ich glaube, es ist ganz zentral, dass das auch für die nächsten 5 Jahre nach diesen sehr volatilen 5 Jahren der vergangenen innenpolitischen Periode etwas ist, was uns weiter begleiten wird, weil an dieser Demokratie müssen wir wirklich noch ein bisschen arbeiten, weil die Stimmung ist gerade nicht so, dass man die Institutionen schätzt, die die liberale Demokratie ausmachen, und ich glaube, wir sollten daran arbeiten, dass wir das weiter verbreiten. Ich sage vielen Dank euch dreien, um heute einen Impuls dafür zu setzen, und wir werden bei dem Thema 1848, das habe ich schon angekündigt, spätestens am 16. Oktober aus dem Lab heraus wieder eine Konferenz haben, aber dazwischen auch im Parlament eine Veranstaltung. Also ich freue mich auf heute noch weitere Gespräche und auf ein Wiedersehen in einem anderen Rahmen. Vielen Dank euch.